Bei einem heftigen Regenguss prallen manchmal die Regentropfen ziemlich schmerzhaft auf den Körper auf. Warum ist das so? Hängt das von der Fallhöhe ab? Und wie kann man die Fallgeschwindigkeit eines Fallschirmspringers mit und ohne Schirm vernünftig abschätzen? Darum geht es in diesem Video. Wenn fallende Objekte kompakt sind, wie dieser Hammer hier, dann kann man in den ersten Sekunden den Luftwiderstand vernachlässigen. Man bekommt dann eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung, also eine Bewegung, bei der die Geschwindigkeit pro Sekunde immer um denselben Betrag zunimmt. Wenn aber die Geschwindigkeiten hoch sind oder die fallenden Gegenstände leicht, dann kann man nicht mehr idealisieren und man muss den Luftwiderstand berücksichtigen. Man erhält dann eine ungleichmäßig beschleunigte Bewegung. Trotzdem kann man einige Dinge recht gut modellieren. Beim Fallen treten zwei Kräfte auf. Da ist zunächst einmal die Gewichtskraft. Diese bleibt während des gesamten Falls über konstant. Die Gewichtskraft ergibt sich aus der Masse des fallenden Objekts mal der Fallbeschleunigung. G hat genau genommen den Wert 9,81 Meter pro Sekundenquadrat, aber mit dem Wert 10 kommt man meistens sehr gut über die Runden. Und dann ist da der Gegenspieler der Gewichtskraft, nämlich die Luftwiderstandskraft. Die Formel dazu sieht auf den ersten Blick ein bisschen wilder aus, als sie in Wirklichkeit ist. Sehen wir uns die einzelnen Variablen mal der Reihe nach an. Rho ist die Luftdichte in Kilogramm pro Kubikmeter. Auf Meeresniveau hat ein Kubikmeter Luft eine Masse von etwa 1,2 Kilogramm. Dann ist da der Strömungswiderstandskoeffizient, auch kurz und knackig CW-Wert genannt. Je kleiner diese dimensionslose Zahl ist, desto windschlüpfriger ist das Objekt. A ist die Anströmfläche in Quadratmetern. Mir persönlich gefällt der Begriff Schattenfläche auch sehr gut, weil er intuitiv gut zu erfassen ist. A entspricht nämlich der Fläche des Schattens, den ein Objekt werfen würde, wenn man es in oder gegen Bewegungsrichtung mit parallelem Licht beleuchtet. Und zu guter Letzt ist auch noch das Quadrat der Anströmgeschwindigkeit bzw. Fallgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde. Diese Geschwindigkeit ist der Knackpunkt, wenn man den freien Fall unter Luftwiderstand verstehen möchte. Sehen wir uns das mal beim Fallschirmspringer an. Zu Beginn ist die Geschwindigkeit 0 und deshalb wirkt nur die Gewichtskraft. Wenn der Fallschirmspringer nun beschleunigt, wächst die Luftwiderstandskraft immer mehr an und die Nettobeschleunigung sinkt dadurch ab. Irgendwann einmal wird der Betrag der Luftwiderstandskraft genauso groß wie die Gewichtskraft. Dann heben beide Kräfte einander auf und die Maximalgeschwindigkeit ist erreicht. Um die Maximalgeschwindigkeit zu berechnen, müssen wir also nur die Gewichtskraft und die Luftwiderstandskraft gleichsetzen und nach V auflösen. Wenn man die entsprechenden Werte kennt, kann man diese Formel für jedes beliebige fallende Objekt verwenden. Nehmen wir mal einen Regentropfen. Regentropfen sind rund und haben daher einen CW-Wert von 0,45. Nehmen wir an, der Tropfen hat einen Radius von 1 mm. Mit Hilfe dieser Größe kann ich mir sowohl das Volumen und die Masse ausrechnen, als auch die Schattenfläche. Wenn ich alle diese Werte in unsere Formel einsetze, dann erhalte ich eine maximale Fallgeschwindigkeit von 7 Metern pro Sekunde, also ungefähr 25 km/h. Was passiert, wenn man den Tropfen vergrößert? Überlegen wir mal ganz allgemein. Bis auf Masse und Anströmfläche bleiben alle Werte in der Formel konstant. Die Maximalgeschwindigkeit ist daher proportional zur Wurzel aus m durch a. Die Masse hängt aber wiederum vom Volumen ab und somit von r hoch 3, die Anströmfläche oder Schattenfläche von r². Unter dem Strich bedeutet das, dass Vmax proportional zur Wurzel aus r ist. Dieser Zusammenhang sieht so aus. Wenn der Tropfen viermal so groß ist, also einen Radius von 4 mm hat, dann erreicht er die doppelte Maximalgeschwindigkeit und prallt mit etwa 50 km/h auf. Und das kann dann schon ziemlich wehtun. Wenn also Tropfen beim Aufprall wehtun, dann hängt das nicht von ihrer Fallhöhe ab, sondern immer nur von ihrer Größe. Die Überlegungen, die wir jetzt für Tropfen angestellt haben, gelten im Übrigen ganz allgemein. Und das ist der Grund, warum bei ähnlichem CW-Wert größere Gegenstände immer schneller fallen als kleinere. Wenn man zu CW-Wert und Anströmfläche ein bisschen recherchiert, dann kann man die Maximalgeschwindigkeit von vielen Objekten sehr sinnvoll abschätzen. Etwa die eines Fallschirmspringers ohne Schirm, eines Fallschirmspringers mit Schirm
eines Stratosphärensprengers oder auch die Fallgeschwindigkeit von Mary Poppins, falls sie keine Zauberei verwenden würde.